Bevor das Video startet, noch ein Hinweis auf unser Gewinnspiel an diesem Wochenende. Ihr könnt das offizielle Parfüm der Formel 1 gewinnen im Wert von 230 Euro mit 4 kleineren Proben noch dazu. Einfach den Kanal abonnieren und bei jedem Analysevideo an diesem Wochenende mitkommentieren. Alle weiteren Infos findet ihr in der Videobeschreibung. Jetzt viel Spaß mit dem Video. Ferrari mit Doppelführung beim Donnerstagstraining in Monaco. Wir sprechen mit unserem Formel 1-Experten Ralf Dach darüber. Ja, Ralf, herzlich willkommen hier zur Trainingsanalyse. Ich freue mich, dass wir das wieder zusammen machen können heute. Ich habe es eben schon erwähnt, beide Ferrari vorne, sehr überraschendes Ergebnis, auch wenn sie zwar immer schon aggressiv am Freitag unterwegs sind. Relativ überraschend, mit 4 Zehnteln sind die beide da vorne drin. Es hat sich in Barcelona schon angedeutet, dass Ferrari eventuell in engen Kurven und mit voller Abtriebladung gar nicht so schlecht ist. Man weiß ja, sie haben noch keinen so starken Motor, der zählt in Monaco nichts und besonders im dritten Sektor in Barcelona, der in Monaco sehr ähnlich ist, haben die eine gute Figur gemacht, besonders Leclerc. Also, es überrascht mich nicht, aber wie gesagt, es ist Donnerstag, was normaler Freitag wäre, nun Monaco Donnerstag und was du ja angedeutet hast mit aggressiv, ich glaube schon, dass sie mit ein bisschen weniger Sprit gefahren sind als die anderen, aber trotzdem sehr gute Leistung. Ich glaube, bis am Samstag verschiebt sich das nochmal ein bisschen. Ob sie wirklich die erste Startreihe halten können, bezweifle ich. Ich glaube immer noch, dass Verstappen und Hamilton das unter sich ausmachen. Aber wer weiß, vielleicht kann dann Leclerc auf Platz 3 fahren oder die zweite Startreihe. Das ist so mein Eindruck. Ich bin auf jeden Fall gespannt, weil 4 Zehntel und ich meine, in Monaco fahren auch viele schon eigentlich mit weniger Sprit, weil das Qualifying eben so wichtig ist wie auf keiner anderen Rennstrecke. Ja, Leclerc war vorne, ein Monegasse. Kleine witzige Geschichte, 1955 war übrigens mit Louis Chiron, das war der älteste Formel 1-Pilot aller Zeiten aus Monaco, 55 Jahren ist er damals den Monaco Grand Prix gefahren und das war auch übrigens der letzte Sieger des Monaco Grand Prix, 1931 war es vor 90 Jahren, war da nicht im Rahmen der Formel 1, aber trotzdem der große Preis von Monaco, also da könnte Leclerc in seine Fußstapfen treten, der ja auch mit seinem Helm an Chiron erinnert. Dann kommen wir zu Sebastian Vettel, der heute ein bisschen blind unterwegs war, teilweise mit einem Auge. Hat da irgendwas im Auge gehabt? Vielleicht war es da irgendwie ein bisschen was reingeflogen oder, keine Ahnung, Kontaktlinse verrutscht oder so. Wie siehst du das? Was war da bei Vettel los? Ja, kommt auf jeden Fall mit dem Auto besser klar. Gerade in Monaco ist das entscheidend, das hat man gesehen. Er war von Anfang an auf Speed, also für seine eigenen Verhältnisse, hat klar den Stroll im Griff gehabt. Und du kannst in Monaco nur so dich steigern und von Anfang an gut sein und dich nur steigern, wenn du da Vertrauen in das Auto hast. Und ich denke, das hatte er jetzt heute am meisten von allen Rennen mit Aston Martin bisher. Allerdings vom Speed her muss man wieder realistisch sein. Q3 ist wiederum sehr schwierig am Samstag. Ja, Vettel auch mit Updates unterwegs. Also da hat Aston Martin mal ein bisschen nachgerüstet. Ja, bin mal gespannt, mit P10 war es wieder den Stroll geschlagen. Dann kommen wir schon zu Mick Schumacher, der hatte den Crash vorm Casino, ist er da rausgerutscht, ist auch eine miese Kurve, so ein paar Bodenwellen, wenn du dann zu weit rauskommst, dann bist du noch Passagier. War auch heute hinter Mazepin und das ist ja wirklich eine Strecke, hat Mick Schumacher selbst gesagt, da kann der Fahrer den Unterschied machen, kann man auch dann negativ interpretieren. Zeigt der Mazepin gerade, dass er doch gar nicht so schlecht ist oder hat der Mick vielleicht eher so einen, ja, eher defensiven oder einen schlechten Tag gehabt? Nichts von beiden. Ich finde, die Presse war sehr, sehr unfair bisher, ist mit Mazepin umgegangen. Mick hat ihn klar im Griff, aber der ist kein Nasenbohrer und nur deshalb, weil er ein Milliardärssohn ist, heißt das noch lange nicht, dass er kein guter Rennfahrer ist. Das hat er auch in den Nachwuchsklassen bewiesen. Er hat ja selbst gesagt, er kam mit dem Auto nicht klar. Und wenn er jetzt in den sozialen Medien ein bisschen für die meisten Leute daneben lag mit seinen Aktionen, heißt das ja trotzdem nicht, dass er nicht Gas geben kann. Also vielleicht ist es für Mick sogar ganz gut, dass das kein Selbstläufer ist und er heute mal den kleinen Crash hatte und Mazepin diesen Hauch schneller war. Also ich finde das überhaupt kein Problem. Und wie gesagt, Mick hat gar nicht so viel Zeit verloren, weil durch ihn ist ja die rote Flagge, ist ja der Trainingsabbruch gekommen. Ich meine, das hat sein Vater in Monaco ja auch schon mal hingekriegt. Also auch das ist traditionell. da ist gar nichts passiert. Und er ist in der Tat das Ganze ein bisschen defensiver angegangen. Ja, du hast Alonso schon angesprochen. Kurz hinter dem Familienparkplatz des Schumachers hat er einen kleinen Unfall gehabt. Familienparkplatz habe ich deswegen gesagt, weil Ralf Schumacher
das heute so genannt hat. Die Rastkaster, wo Michael Schumacher sein Auto, sein Ferrari abgestellt hat, um sich die Pole zu sichern, die er aber leider dann verloren hat über die Nacht. Das war übrigens Alonsos intensivster Moment in Monaco, seine intensivste Erinnerung, hat er jetzt in der Pressekonferenz gesagt. Wie hast denn du das damals eigentlich erlebt? Du warst ja vor Ort 2006 in Monaco. Was war das für ein Rennwochenende? Ja, ich habe mich gewundert, dass Michael Schumacher plötzlich bei 30 km/h das Talent ausgeht mit dem Ferrari und auch die wilden Lenkbewegungen, wo er eigentlich nur sich überlegt hat, wie knall ich jetzt mit 30 km/h so an die Leitplanke, dass das Training auch wirklich abgebrochen wird. Das konnte man einfach sehen. Ich kannte ja auch Michael. Und er wusste, dass er stand auf Pole, er wusste aber, dass Alonso noch die Runde hatte, wo er wahrscheinlich schneller gewesen wäre. Und da ist mal wieder der gleiche Teufel mit ihm durchgegangen, den wir 1997 in Jerez im letzten Rennen schon erlebt haben. Das war alles. Aber so schlimm war das jetzt auch nicht. Er ist bestraft worden dafür, ist dann noch sonntags ein super Rennen gefahren, von Startplatz 20 auf 5, glaube ich, was in Monaco alles andere als einfach ist. Und ja, er hat einen Fehler gemacht und er hat sich selbst bestraft damit. Und im Gegensatz dazu hat Mick ja am Limit oben am Casino mit circa 190 km/h mehr das Auto verloren. Also das war jetzt weniger Absicht. Ja, Monaco generell, wir haben eine Umfrage dazu gemacht. Ich habe nämlich die Befürchtung gehabt, dass die meisten mittlerweile Monaco wirklich gar nicht mehr leiden können, weil ja die Autos auch fahrbarer geworden sind. Der Grand Prix hat so ein bisschen seinen Flair verloren, weil es weniger Unfälle gibt und es ist nicht mehr ganz so anspruchsvoll ist, in Monaco zu fahren. Strecke ist auch ein bisschen breiter und einfacher geworden, wenn man sich mal so eine Senna-Runde von 1990 anschaut. Da sah der Monaco Grand Prix noch deutlich komplexer aus. Aber die meisten sind überraschenderweise doch trotzdem noch für den Monaco Grand Prix und finden den so gut, wie er ist, fordern keinen Umbau und wollen auch nicht, dass aus dem Rennkalender gestrichen wird. Die Umfrage seht ihr doch eingeblendet. Jetzt aber ja, noch eine Frage an dich. Und zwar, du warst ja mehrmals, also sehr, sehr oft in Monaco beim Grand Prix vor Ort. Da wurden Helden geboren, Ayrton Senna und Stefan Bellof, eine deutsche Rennlegende, auch leider in Spa viel zu früh gestorben. Aber auch Niki Lauda ist in Monaco, ist das ein Stern aufgegangen. Was ist an Monaco so besonders an diesen Rennwochenenden, wenn man vor Ort ist, aber auch aus Fahrersicht? Was macht Monaco so aus? Naja, weil es eigentlich ein Kurs ist, auf dem man ein vernünftiger Mensch kein Formel-1-Auto bewegen würde. Es ist halt eine Fahrerstrecke, sie verzeiht keine Fehler. Und dort am Limit zu fahren, ist fast unmöglich. Die Fahrer sagen auch alle, also du bist da bei 95%, weil 100% kann man sich im Rennen gar nicht erlauben, weil dann bist du so nah an den Leitplanken dran und machst du einen kleinen Fehler oder irgendwas passiert und das Rennen ist zu Ende. Und das ist das Besondere an Monaco. Das ist halt auch mental. Das Rennen dauert meistens 2 Stunden oder an die 2 Stunden. Das heißt, du bist als Rennfahrer 2 Stunden mental wirklich am Limit. Und die sind auch völlig ausgelaugt danach. Nicht, weil das körperlich so anstrengend ist, sondern weil diese Konzentration sie völlig leer gepumpt hat. Und das ist das Faszinierende in Monaco. Das ist mehr ein Mindgame als jetzt eine körperliche Sache. Dann kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema, die Flexi-Wings. Da gab es jetzt auch wieder ein bisschen Tumult, da war der Toto Wolff auf der Pressekonferenz jetzt in Monaco auch relativ emotional, fordert da, dass das Frühjahr nochmal eingestuft wird, getestet wird. Was geht denn da eigentlich genau ab? Also magst du das auch mal kurz technisch erklären, was es mit den Flexi-Wings auf sich hat und warum ist da so ein Toto Wolff da so hinterher, macht Druck auf die FIA? Ja gut, die Vorgeschichte ist, dass Lewis Hamilton, dass er öffentlich gemacht hat, nach dem Qualifying in Barcelona, dass er gesehen hat, dass sich, oder im freien Training schon gesehen hat, dass sich der Heckflügel des Red Bull auf der Geraden nach unten biegt. Und wir reden nicht von dem legalen DRS-System zu überholen, wo das automatisch passiert, sondern wenn DRS eben nicht freigegeben ist. Auf der Geraden würde sich einfach der Flügel nach unten bewegen. Also der Luftwiderstand wird geringer und dadurch würde der Red Bull an Höchstgeschwindigkeit gewinnen. Oder andersrum, weniger verlieren. Und das ist laut Mercedes nicht erlaubt, weil es gibt eine gewisse Richtlinie, inwieweit sich Flügel verbiegen dürfen. Und in dem Sinne, in dem Maße, da war das anscheinend nicht. Und das haben die beanstanden. Und jetzt gibt es Riesenkrach, weil
Die FIA hat ja gesagt, sie werden neue Prüfstatuten für die Flügel, also die Heckflügel jetzt kreieren. Und bis zum 15. Juni hätten die Teams Zeit, die Flügel so neu zu justieren, dass diese neuen, stärkeren Prüfsysteme, dass die Flügel denen standhalten. Aber Toto Wolff ist der Meinung, das wird zu lange dauern, weil wir haben beim nächsten Rennen in Baku zum Beispiel eine ganz lange Gerade am Ende. Die längste Gerade im Formel-1-Zirkus Ja. eigentlich. Und die sprechen auf einer normalen Strecke wie Barcelona mit einer normal langen Gerade von einem Vorteil von 3 Zehntelsekunden. In Baku müsste man das also praktisch verdoppeln. Red Bull sagt natürlich, das ist Bullshit, die reden von maximal einer Zehntelsekunde und sagen, es ist überhaupt nicht illegal, weil wir haben einen Flügel vor der Saison der FIA präsentiert. Die FIA hat den getestet und für legal erklärt. Also wäre das jetzt eine Regeländerung und eine Regeländerung braucht halt ein bisschen Zeit. Und deshalb hat die FIA ihnen diese, sagen wir mal, 4 Wochen gegeben. Und darüber wird jetzt gestritten. Und Mercedes droht jetzt sogar mit dem Protest, falls das nicht bis Baku geändert wird. Ja, du hast ja schon gesagt, warum Baku eben wegen der langen Geraden, aber auch sonst im ersten Sektor geht es massiv geradeaus. Ja, dann bleiben wir mal gespannt, wie es da weitergeht. Ja, aber da muss man noch was dazu sagen. Der wahre Verlierer dabei ist die FIA. Denn was Red Bull und Alfa Romeo, Ferrari und Alpine, um die vier Teams geht es wohl hauptsächlich gemacht haben, ist nichts anderes als normale Formel-1-Folklore, die man seit Jahrzehnten kennt. Eine Grauzone erstmal versucht völlig auszudehnen, im wahrsten Sinne des Wortes, und hoffen, dass die FIA bei dem ersten Entwurf das Ganze absegnet, was sie getan hat. Und dann gab es immer wieder Aufregung, auch das war früher so bei anderen Sachen. Aber ich kann Red Bull und auch die anderen Teams verstehen, denn wir hatten vor 2 Jahren einen Riesenskandal mit dem Motor von Ferrari, wo jeder weiß, dass die richtig betrogen haben. Und die FIA mit denen dieses private Abkommen gemacht haben und im Prinzip für die Heftigkeit der Sache gar nicht bestraft haben. Das Gleiche kann man sagen, letztes Jahr Racing Point und Mercedes. Denn beide haben dafür gesorgt, dass Racing Point 1:1 in Mercedes nachbauen durfte, was natürlich auch nicht erlaubt war. Da ging es sogar wahrscheinlich darum, dass Daten hin und her gewandert sind und noch mehr. Und das ist absolut überhaupt nicht erlaubt. Und McLaren ist zum Beispiel mal, das war glaube ich 2007, für die sogenannte Spygate-Affäre mit 100 Millionen Dollar bestraft worden sind, als sie auch Daten von Ferrari gekauft haben, den Ferrari-Angestellter, den zur Verfügung gestellt hat. Das war aber auch nichts anderes. So, und jetzt muss man mal Red Bull sehen und sagen, okay, die machen einen Riesenbetrug, werden fast nicht bestraft. Die anderen machen auch einen Riesenbetrug, werden auch so gut nicht bestraft. Ja, dann können wir doch ruhig mal unseren Flügel ein bisschen in die Grauzone legen. Was soll da schon passieren? Also wie gesagt, die FIA hat da ihr eigenes Grab geschaufelt bei der Sache. Die müssen jetzt richtig entscheiden. Sie können ja jetzt schlecht ich sag mal so eine kleine Taschenmogelei oder so ein Taschenspielertrick jetzt so bestrafen, als hätte man jetzt Leute umgebracht. Das ist ein Riesenproblem. Vor allem, wenn der Flügel ursprünglich erst als regelkonform eingestuft wurde. Ja, dann danke für deine Einschätzung zum Trainingsdonnerstag. Ich will mal Freitag sagen, aber das ist ja in Monaco immer donnerstags. Dann sehen wir uns morgen übrigens schon wieder. Dann könnt ihr gerne mal reinschalten. Da gibt es dann ein kleines Memorial zu Niki Lauda, der ja heute seinen zweiten Todestag hat. Aber wir machen das Video erst morgen. Heute hatten wir auch schon dann 2 Videos. Ja, schaut da gerne dann mal rein, da kann euch Ralf Bach, der auch eine lange Zeit mit Niki Lauda aber gut befreundet war, eine Menge erzählen. Bis dann, ciao. Okay, schönen Abend noch. Tschüss.